Guten Tag und herzlich willkommen zu einer Runde COH1. Ich spiele jetzt mal live. Ich habe übrigens meinen neuen Laptop. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Habe hier mal alle Optionen, die es gibt, auf Ultra gestellt. Das ist wirklich das Höchste, was das COH-Spiel zu bieten hat. Was einfach mal live ein Ranked spielen mit den USA. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist entweder das erste oder das zweite Video. Ich lade nämlich gerade bei 56% ein COH2-Video hoch. Und zwar habe ich die Kampagne mal gestartet. Die Frage ist natürlich, ob ich tatsächlich die ganze Kampagne machen werde. Das kommt auf euch an. Sie ist zwar extrem einfach, das werdet ihr auch im Spiel sehen, aber es macht Spaß und das ist ja die Hauptsache. Ist nett gemacht, die Kampagne. Und ja, wenn euch die Kampagne gefällt, dann lasst es einfach mich wissen, wenn das Video dann veröffentlicht ist und dann werde ich weitermachen. Ja, hier ist ja 1. Ich spiele mit den USA Live Ranked 1 gegen 1. Frage ist, ob sich ein Spiel findet. Wenn nicht, dann werde ich halt versuchen, ein Lobbyspiel zu machen, obwohl ich da nicht so der Fan von bin. Aber naja, we will see, we will see. Also, ich warte jetzt noch ungefähr eine Minute und ja. Tja, die Frage ist natürlich, ist irgendjemand online? Ja, untätig, untätig, das passt nicht. Ja, hier gut, Dota, also das sind schon in Game, es ist niemand, den ich einladen könnte, um ein 1-1 zu machen. Ja, ist ein bisschen schade, aber naja, was soll's. Ja, ich denke mal, ich finde hier kein Ranglistenspiel, dann gucke ich einfach meine Lobby vorbei. Das ist natürlich schade, aber naja, WTF, was soll's. Mal schauen, ob es schon ein Spiel gibt, dem wir beitreten könnten, theoretisch. Wenn nicht, ist auch egal. Was gibt's denn? Gibt's ein 1 gegen 1? Nee, scheint kein 1 gegen 1. Jetzt ein 2 gegen 2. Flusstal Vier mag ich nicht. Düstere Felder mag ich eigentlich auch nicht. Ja, da mache ich selber eins auf. Und zwar eins Good Game. Ich spiele mit Wehrmacht. Ich spiele eigentlich nicht so gern mit Wehrmacht. Was heißt nicht so gern? Ich bin eigentlich nicht so gut mit Wehrmacht. Landgräf von unten Wehrmacht. Werde ich auch mal versuchen. Definitiv. Das ist nämlich auch mal eine interessante Entscheidung. Panzerwagen brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Schwimmwagen. Nee, ich spiele mit chronischem Wagen. Ja, ich hoffe mal, dass jetzt jemand joint. Ich kann es nicht versprechen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber hoffen kann man es mal. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und da ist auch Nuklear Marco Fagus. Ich schreibe gleich mal Hi. Genau, und er ist auch schon ready. Und dann geht's auch schon los. Und dann haben wir auch schon ein Spiel auf Langree. Ich werde mal eine Taktik versuchen, die Easy immer spielt. Taktik ist im Prinzip am Anfang zwei MGs zu bauen. Ich glaube, dass er zwei baut. Ich baue MG. Nee, ich baue Volks-MG, ganz klassisch. Ist mir noch ein bisschen zu riskant mit der MG am Anfang. Ja, gegen Amerikaner. Auf Langree und ich spiele die Deutschen. Also ich spiele die eigentlich fast sogar lieber als die Amerikaner, weil ich die Einheiten cooler finde, aber ich kann einfach nicht so gut mit denen spielen. Das ist mein Problem. Und ja gut, ich meine, das ist natürlich ein weiterer Grund, das weiter zu spielen. Also Grafik, das ist das Maximum, was COH hergibt. Auch wenn es nicht so toll, also es ist, ja, ist schon cool, muss ich sagen, aber es ist nicht so genial. Also Ys in Front sieht cooler aus, muss ich sagen. Aber Ys in Front hat natürlich auch neue Skins und die ganze Scheiße und so. Also von dem her. Naja, trotz allem ist es nett, das so zu spielen. Wir sehen, glaube ich, auch, dass der Boden schon mal ein bisschen besser ist. Wir sehen auch die Texturen. Ich werde erstmal den Volksbauen, dann kann ich ein bisschen die Karte zeigen. Also nicht die Karte an sich, sondern halt die Grafikkarte sozusagen. Also es sieht schon ein bisschen netter aus, auch wenn es immer noch hier Pixelbrei ist und so. Aber hier sieht es dann doch relativ gut aus, finde ich. Also es ist doch relativ ansehnlich, sage ich mal. Wir können mal gucken, die Pioniere-Skins. Ich glaube, dass sie auch gar nicht mal so schlecht sind. Hier cappt gerade einer, ein Pionier. Ja, also es ist doch in Ordnung. Ich finde, es ist ansehnlich und macht auch Spaß zuzusehen. Und ich habe ja auch Skinpack drauf und das Skinpack können wir gleich mal hier bestaunen. Allerdings muss ich jetzt hier doch mal meinen Volksgrenadier mit einem Micro versorgen. Ja, typisch für COH1, die Strohballen die Deckung geben. Leider auch typisch für COH2, da gibt es auch eine Karte, die Langree sehr ähnlich ist. Heißt Langrees Kaya, ist im Prinzip Langree, nur ohne den Cut-Off hier unten. Also den Cut-Off gibt es im Prinzip nicht. Es gibt hier zwei, statt dem Treibstoffpunkt gibt es zwei also zwei Connect Points. Beziehungsweise bei CO2 sind das ja keine Connect Points, sondern du kriegst ja ganz normale Ressourcen, also du kriegst von jedem etwas. Bisschen so ein Allzweck-Ressource. Hier ist auch gleich mal ein Rifle. Dann werde ich hier gleich mal hier in Deckung gehen. Das MG kommt dann als zweite Einheit. Ich werde dann hier vorgehen und ja, werde dann hier ein bisschen so rüber gehen. Die Frage ist, ob er jetzt nach links geht. Ne, er capt hier den Punkt, okay.
Ich könnte jetzt auch auf den Cut-Off gehen, mache ich aber. Mache ich auch. Die Frage ist, da kommt wahrscheinlich ein zweiter Rifle. Allerdings kommt das MG und er wird vermutlich jetzt hier auf linke Seite gehen. Ich weiß nicht, ob es mir noch reicht. Ich muss halt links mal ein Auge drauf werfen, was ich aber auch mache, um das im Notfall einfach dann zu retreaten. Das MG läuft auch an die Front. Als dritte Einheit kommt dann noch ein Volks. Da ist Pio-Kampf, dann einfach mal aufhören zu cappen. Als nächstes kommt dann einfach ein Volks. Der Cut-Off, der kann ich zumindest mal sichern. Hier, wie gesagt, das ist nur ein Pio, das ist in Ordnung. Dann geht es hier mal zurück und als nächstes kommt noch ein Volks. Das MG kommt hier auch an die Front. Ich denke mal fast, dass ich das MG hier so aufstelle. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Da gewinne ich den Kampf zumindest mal. Ich habe hier jetzt ein Pio verloren und habe das zumindest mal zu Ende gecappt. Das ist aber nicht so gut. Das MG stellt sich auf und damit habe ich hier eine gute Chance. Dann werde ich das MG hier ein bisschen. Ja, und der zweite Volks ist ein Auftrag. Das MG baut sich um. Sehr schön. Und dann kann ich hier die Einheit unter Beschuss nehmen, hoffe ich doch mal. Jawohl. Da ziehe ich mich hier doch gekonnt zurück. Das MG noch ein bisschen anders aufbauen. Den Pio kann ich hier benutzen. Ich habe jetzt einen Pio vorgelitten. Das ist immer unschön, so eine Sache. Allerdings ist es jetzt auch nicht die Welt. Ich habe jetzt zumindest mal einen kleinen Vorteil. Ich habe zwar links nicht, dafür habe ich rechts sein Cut-Off ein bisschen, aber ich glaube, der hat hier den Punkt noch. Das heißt, der Cut-Off bringt im Prinzip wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich denke mal, ich gehe auf T2. Alles andere wäre ein bisschen blöd, weil ich habe nicht ich habe nicht das Income an Ressourcen, um hier wirklich ein sinnvolles T3 zu spielen. Hier gleich mal das MG umpositionieren. Ich denke mal nicht, dass er hier einfach nur reinrennen will. Wenn ja, ist er dumm. Oh, da kommt die Flanke, da kommt die Flanke. Aber die Flanke, die ist zu happig, die Flanke, zu schlecht gemacht. Die bringt gegen mich nichts, weil ich einfach ihn hier niederschlage. Ich habe hier bessere Chancen. Ich gehe hier, glaube ich, sogar ein bisschen offensiver vor. Das MG ist zwar jetzt nicht in Deckung. Das ändert sich jetzt aber hoffentlich gleich, genau. Das sollte sich so dann zurückziehen. Der zweite Volks kommt an die Front. Das T2 wird dann hier vom Pio gebaut, der sich jetzt hier zurückzieht. Ich werde noch einen Pionier nachbauen. Pioniere sind einfach essentiell in dem Spiel, das ist einfach so. Ja, dann werde ich mir mal den Punkt nehmen, dass der Cut-Off auch wirksam ist. Und werde dann mit dem hier den wirklichen Cut-Off nehmen. Das T2 wird gebaut von dem anderen Pionier, von dem der hier in die Basis kommt. Der bekommt erstmal einen Mann zur Verstärkung und dann warte ich auf die 220, die ich in diesem Moment habe. Und ich kann hier dann zumindest mal hier abschneiden. Das ist ganz gut. Das wird was und ich werde es auch nicht zu Ende cappen. Ich werde dafür auf mal Siegmarken gehen. Er holt sich jetzt hier seinen 10er. Das ist aber in Ordnung. Damit kann ich leben. Hier ist ein Pionier. Ich werde den zweiten Pionier dann zur Hilfe holen. Das ist egal. Und wenn der es nicht schafft, werde ich einfach zurückziehen. Ich werde den Decap machen und mich dann zurückziehen. Ich werde mit 1 für die Infanterie bringen. Ich werde mich hier ein bisschen offensiver aufstellen. Vielleicht hier irgendwie so. Und zwar habe ich einfach die Base zumachen. Sofern man das als zumachen sagen kann. Ich werde dann hier den Pionier. Ja. Wenn es dann in die Flanke kommt, habe ich eine gute Chance. Finde ich. Wenn es von rechts in die Flanke kommt, wie ist das mein zweiter Volks? Der kommt hier unten hin, okay. Ich kann den mit MP40 ausrüsten. Da kommt die Flanke. Ja, mit einem Pionier, mit einem Flamer-Pionier. Okay, dann ziehe ich mich einfach mit dem Ding ein bisschen zurück. Oh, das ist ein Critical, das ist ein Critical. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier, sein Pionier hat auch keine guten Chancen. Das wird eins, muss ein bisschen warten. Der Flamer stirbt und dann kann ich mich hier dem hier widmen. Der hier stirbt auch, dann kann ich das kann ich mich hier wieder nach oben wenden. Dann würde ich einfach sagen, du capst das und du capst das und wie sieht's aus? Es sieht gut aus. Dann kannst du einfach mal hochgehen. Und zwar wieder einfach hier hin. Ja, also es sieht ganz gut aus, auch wenn es nicht optimal ist. Ich ziehe mich jetzt trotz allem hier gleich zurück. Vielleicht schaffe ich hier sogar noch einen Fuck, ich weiß es nicht. Das wäre ja ganz nett. Oh, das gibt einen Fuck, das gibt einen Fuck. Schade, ich ziehe mich jetzt auch trotzdem hier zurück. Das ist mir ein bisschen zu viel, was da rumsteht.
Ich denke mal fast, dass ich hier die Grenadiere dann hier mit irgendwas ausrüste. Vielleicht mit einer Panzerschreck. Das mache ich gleich mal. Ja, er möchte mich hier natürlich fucken. Das sind aber dann Grenadiere. Das wird nichts, Kollege. Das wird wirklich nichts. Ich kann es dir sagen, dass das nichts wird. Ja, du Schrecktrupp. Du jagst den hier. Du andere gehst nach vorne, genauso wie das MG. Jawohl. Dann nimmst du hier mal die Siegmarke ein. Ich werde jetzt dann noch einen Grenadier bringen. Okay, das war jetzt nichts. Er hat den Treibstoffpunkt gesichert, okay. Das ist interessant. Das heißt, ich brauche hier mein. Okay, habe ich nicht noch einen zweiten MP40 Volks irgendwo? Der ist hier, den, der kriegt dann. Ne, der kriegt keine MP40, weil ich keine MP40 habe, schlicht und ergreifend. Ich gewinne aber hier gegen den Trupp und deswegen ist es auch in Ordnung. Ich habe einen Pio verloren. Ne, ich habe noch beide Pioniere, sehr schön. Und das gibt einen Fuck, wenn du nicht aufpasst. Ist mir im Prinzip egal, ob das einen Fuck gibt. Naja, das ist auch interessant, dass es mir egal ist, ob es einen Fuck gibt. Oh. Das MG muss ich hier wieder aufstellen. Nahkampf ist immer schlecht. Ja, das war jetzt nicht so gut. Grenadiere kommen hier hin und ja, die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt hier? Ja, ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Immer hier ein Auge drauf halten. Das war ein Fuck. Ne, der lebt noch, sehr schön. Einfach hier ein bisschen Draht ziehen, das ist immer ganz nett. Hier vorne passt, vielleicht kann ich sogar hier noch den Cut-off sichern. Dann hier gehen wir weiter vor, dann kann ich auf die nächste Zeitphase gehen. Die Grenadiere kann ich dann auch mal hier aufstellen. Und mit dem Pionier der Volks kommt auch noch an die Front. Hier kann ich vielleicht mal. Ja, jetzt müssen wir mal decappen, will ich das noch. Und dann komme ich hier hin. Das MG kann auch ein bisschen offensiver aufgestellt werden. Vielleicht einfach mal hier hin. Der Pionier, der jetzt hier ist, sollte das hier wieder einnehmen. Genau. Und vielleicht auch mal Wett 1 bringen für die Infanterie. Das wäre mal ganz nett. Es ist gecuttet, das Rechte, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten muss ich das hier noch einnehmen. Das wäre auch nicht weiter schlimm. Und ja. Ne, dann ist das Rechte. Die rechte Seite ist gecuttet, rein theoretisch. Ja. Ich werde dann auf den Half-Track gehen. Als nächste Einheit. Die Flanke wird nichts, weil ich da einfach zu viel stehen habe. Schlicht und ergreifend. Ich kann einfach mal mit den zwei Trupps hier den Trupp jagen, also den Ranger-Trupp. Ich werde Deathwed gehen. For the Fatherland ist aktiv, also ist bereit zumindest mal. Ich werde mal eine Granate ausprobieren, der Deutschen. Die kann ab und zu auch mal was bringen. Zwar sehr selten, dass sie was bringt, aber ab und zu bringt die doch was. Und gegen drei Mann ist es doch stark. Jawohl, sehr stark sogar. Und ich habe hier, glaube ich, nee, ich habe gar keinen Auftrag gegeben, dass ich das cap. Dann kann ich die. Das ist den 16er mal erobern. Und ja, ich habe den jetzt hier gefuckt oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich den gefuckt. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wenn ich mit meinem Pio ankomme. Wett 1 für Infanterie. 30 brauche ich da. Okay, noch ein bisschen was. Ja, ich werde jetzt mal meinen Dingstrupp hier noch aufstellen. Ich denke mal, dass es über links kommt. Das ist das einzig Sinnvolle, was er machen kann in der Situation. Und ja, ich meine, ich habe hier genug stehen, um einen Angriff abzuwehren. Ich habe jetzt einen Half-Track, das an die Front kommt, mit Shortcut 1 ausgestattet. Ich habe hier noch einen Grenadier, der auch noch hier an die Front kommt. Ich werde hier noch ein bisschen was bauen, um mich einfach hier abzusichern, falls eine Flanke von links kommt. Ich denke mal, dass eine Flanke von links kommt. Die Frage ist, ob er jetzt bald aufgibt oder ob er hier noch irgendwas. Der Pack ist in Auftrag, ich weiß ja nicht, was da kommt. Vielleicht kommt ein M8 oder so. Jedenfalls in Auftrag. Was brauche ich dafür? 175. Dann werde ich Flammenwerfer upgraden. Das MG kann ich, denke ich, auch mal. Ne, das MG werde ich definitiv so aufstellen. Oder kommt der M8, das ist in Ordnung. Ich habe hier aber Panzerschreck. Also von dem her, und ich kann ja auch refreshen. Ja, so passt das eigentlich. Der ist schon fast nicht mehr gut. Hier kommt noch eine. Wo, ah, ich habe keine Granate, das ist ja der falsche Trupp. Der kommt aber noch raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann hier wirklich schön refreshen, das ist echt wahnsinnig cool. Wett 1 und da kommt auch die Pack. Die kommt auch hier an die Front, die Pack. Ich habe ehrlich gesagt mit dem 8 gar nicht gerechnet. Ich werde mich jetzt hier auch mal zurückziehen mit dem MG. Das ist mir einfach zu riskant, falls ich hier eine Flanke krieg.
Und die ganzen werde ich jetzt hier Focus Fire auf den Flamer machen. Ich warte auf die 75 Munition. Noch ein Schuss, komm schon, noch ein Schuss, dann war's das für ihn. Eventuell. Komm schon, noch ein Schuss. Na. Schade, schade, schade. Das ist aber egal. Denn ich kann hier in meine Stellung wieder zurückgehen und schön reinforcen. Und Wett 1 heilt mich dann. Ich überlege mir fast, ob ich lieber einen MP40 ausgebe oder auf. Ne, ich warte auf den Flamer. Das ist im Prinzip ein bisschen besser investiert. Die Pack kann jetzt schießen, jawohl. Die schießt vielleicht sogar noch einmal. Ne, aber die lädt jetzt nach und schießt dann nochmal. Und das war's dann an dieser Stelle für die Pack. Die Panzerabwehrkanone hat's hinter sich. Ich gehe, glaube ich, wirklich auf MP40 mit meinem Dingtrupp und mache dann hier die linke Seite unsicher. Das MG nehme ich jetzt auch mal auf die linke Seite, denn ich denke mal, die Stellung ist hier einfach stark genug. Ich kann auch dann auf T3 gehen. Kann dann hier erstmal den Rifle kaputt machen, indem ich einfach hier mich aufstelle und mit dem MP40 hier hingehe. Das ist alles sehr, sehr stark. Ich kann jetzt eigentlich auch die Pack mal hier hinstellen, um die Basis ein bisschen abzureißen. Theoretisch bräuchte ich dann hier ein bisschen Support. Beziehungsweise ich gehe mit dem Dings einfach mal ein bisschen. Hallo? Ach, eins, ernst ist das? Das gehe ich einfach ein bisschen zurück. War das ein Fuck? Ich weiß es nicht, ob das ein Fuck war. Ist mir eigentlich auch egal. Das MG kommt mal da rein. Ja, hier ist eigentlich eine relativ sichere Stellung, sage ich jetzt mal einfach mal. Ich kann, glaube ich, Gebäude. Kann ich die Gebäude schon angreifen? Ich mache es einfach mal. Vielleicht kommt ja der eine andere Schuss durch. Und ja, dann kann ich mich hier um meinen Treibstoff kümmern, den ich definitiv brauchen werde. Ich habe hier jetzt den Half-Track, wo ein Pionier reinkommt, einfach um ein bisschen zu unterstützen. Okay, du machst hier mal Stopp. Da kommt Artillerie. Ich ziehe mich aber nicht zurück, sondern einfach gehen einfach ein bisschen zurück. Ja, das trifft natürlich ein bisschen was, ist klar, weil ich mich ein bisschen. Ja, gut, ich habe mich nicht unbedingt zu spät zurückgezogen, aber es war nicht mehr so toll, sag ich einfach mal. Ja, der M8, der ist tot, das sehe ich doch schon. Und ich weiß nicht, warum er jetzt immer wieder M8s baut, obwohl er hier jeden M8 verliert, außer Kontrolle. Ich weiß nicht, wieso er das wirklich macht, dass das bringt im Prinzip nichts. Aber gut. Ja, vielleicht ist es psychologisch halt ein bisschen schön für ihn. Ich will jetzt eigentlich T3 bauen. Dazu brauche ich aber eigentlich einen Pionier. Da baue ich einen dritten Pionier nach. Die Volks können ein bisschen da rausgehen. Na, jetzt nicht in die Basis, nicht in die Basis. Vielleicht kannst du mal da bleiben und der Pack ein bisschen Sicht geben, dass die Pack hier schießen kann. Aber du kommst, ihr kommt definitiv hier runter. Genau, Feuer auf das, Focus Fire. 75 kann ich mir bald leisten. Ja, das passt schon. Und ich kann mich jetzt hier auch diesen Flamer gönnen. Kann ich noch nicht, okay. Und ja, die Pack, die macht hier ordentlich Schaden. T3, Pionier, der baut dann jetzt hier das T3. Das ist, denke ich mal, eine gute Entscheidung. Mit der MP40 komme ich einfach hier von hinten. Ich bin jetzt hier out of range. Kann hier down reinforcen. Und das ist einfach jetzt der Vorteil, den ich hier habe, schlicht und ergreifend. Jetzt kommt die Granate, wenn ich mich nicht täusche. Also ich würde zumindest vermuten, dass die Granate kommt. Wenn nicht, dann mache ich mir Sorgen, nicht Spaß, aber ich vermute echt, dass die Granate kommt, der M8. Ja, der kann es halt in der Hintergrund ein bisschen operieren. Und das war's an dieser Stelle für den Schützen. Jawohl, der Schütze ist down. Der M8 genauso. Bald down ist. MP40 Volks ist hier, mit dem kann ich das mal einnehmen. Und ich kann hier reinforcen. Ich kann dann auch gleich das machen. Ich kann mit dem Pionier, dem ich übrigens auch mal irgendwann Wett 1 geben sollte. Ich kann einen Nebelwerfer bauen. Werde einfach hier mal blindlings schießen. Vielleicht treffe ich ja den M8, der hier unglücklicherweise irgendwo steht. Who knows? MP40 Volks kann ich hier noch einen Rifle killen, sozusagen. Ich muss hier connecten. Das heißt, ich werde hier den Punkt einnehmen. Werde mich hier zurückziehen, einfach mal. Und ja. Also, es sieht eigentlich relativ gut für mich aus, würde ich sagen. Der muss auch noch hier durch die Stellung durch und ich denke mal fast, dass das passt, weil er einfach hier wenig Chancen hat. Und ja, ich schieße einfach mal blindlings hier rein. Vielleicht kann ich ja das T3 abreißen. Das wäre nett. Flamie,
Flame Half-Track ist noch nicht fertig. Ich sehe hier gerade, dass ich die gesamte Seite verloren habe, die gesamte rechte Seite. Habe wahrscheinlich irgendeinen Noob-Trupp, der hier gecappt hat. Puma kommt später. Erstmal das hier. Ich habe schon Dev, ich kann dann hier eine 8-8 bauen. Das war jetzt eine schlechte Entscheidung. Egal, ja. Jedenfalls kann ich hier einfach mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr arbeiten damit. Ich kann jetzt hier das Flame-Dingsbums ausrüsten. Das ist einfach richtig, richtig stark. Dann kann ich mal in die Basis fahren. Rein theoretisch könnte ich sogar hier zwei Truppen rein und dann in die Basis reinfahren. Das wäre wirklich ein bisschen overpowered. Ich mach's aber einfach mal. Danach kommt ein Puma. Die Pack macht einfach mal Stopp. Geht vielleicht einfach mal hier in die Deckung. Und die bekommt dann einfach die Sicht. Ich gehe einfach mal hier hin. Ich habe jetzt hier halt keinen Trupp, der was wirklich ausrichten kann. Ist aber auch egal. Fahre jetzt einfach mal in die Basis rein. Hab hier das M8 zerstört. Sehr schön. Fahre ich einfach mal hinten. Der hat nur ein T3. Und das T3 werde ich mit Flammenwerfer vernichten. Und ja, er baut hier wahrscheinlich auch nicht das T4, wenn ich mich richtig entsinne. Also das glaube ich einfach nicht, dass er hier das T4 baut. Aus dem T3 kann nicht mehr viel rauskommen. Hier cruist noch ein M8 rum. Das heißt, dass ich den Trupp jetzt zurückziehe und den Puma dann, wenn ich es kann, ausrüste. Vielleicht die Pack mal. Ne, die Pack, die lasse ich einfach. Die gibt hier ein bisschen Sicht. Die schießt vielleicht sogar noch. Ich weiß es nicht, ob die Pack schießt. Beziehungsweise ich kann einfach mal hier ein bisschen offensiver gehen. Und ja, damit kann ich auch hier in die Basis reingehen. Flamer Pionier, Focus Fire auf den Flamer Pionier, denn der ist gefährlich. Ich kann aber reinforcen, also von dem her ist es gar nicht mehr so gefährlich. Und ja, das ist auch keine Chance. Jetzt hier auf Focus Fire auf den Dingsbums-Trupp hier. Der geht wahrscheinlich ins Haus rein. Gehst wieder zurück. Flammenwerfer, du machst das T3 fertig. Granate da rein. Beziehungsweise, komm schon, Granate. Minimale Reichweite erreicht. Du kannst sie auch reinforcen. Ich denke mal fast, der Nebelwerfer kommt einfach mal hier hin. Du kannst hier noch auf das T1 schießen. Du gehst einfach ein bisschen defensiver. Und machst hier noch das T3 kaputt. Bisschen defensiver. Ich möchte eigentlich das hier machen. Das dauert aber vermutlich noch ein bisschen. Ja. Alles in allem sieht es eigentlich gut aus. Oh, 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 die Pack ausgeschaltet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann kommt jetzt aber gleich ein Stuck. Und damit habe ich gute Chancen. Ich werde dann hier einfach mal ein bisschen zurückfahren. Vielleicht mal in die Base reinfahren. Ja, ich werde jetzt mal die Pack besetzen. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. So, ja, da habe ich Balkan ein bisschen irritiert. Ich denke mal fast, dass ich jetzt hier einfach hier mit allem in die Basis reingehen kann. Er hat jetzt hier keine Chance mehr, ist klar. Die Ressourcen, die Sigmar ticken jetzt zwar wieder gegen mich, aber ich denke mal nicht, dass das einen Ausschlag macht. Er hat jetzt hier auch keine Gebäude mehr. Ich bin hier zwar suppressed, das bringt aber nichts. Ich habe ja hier die Panzer, die vorrücken. Ich hätte auch noch. Ja, das war dann wirklich ein GG. Und es war auch kein schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Ich fand das sogar ein ganz gutes Spiel. Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, also im Rahmen der Möglichkeiten, ja. Damit habe ich hier gewonnen und mal wieder ein Spiel gewonnen mit den Deutschen. Mit den Deutschen mich besser, 21 Minuten. Ich fand, das war in Ordnung. Kann man so stehen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich hier über viele Kommentare freuen, über viele Likes. Ihr könnt mich sehr gerne abonnieren. Ihr findet auf meinem Kanal COH1 Videos, COH2 Videos. Ihr findet vor allem Eastern Front Videos, eine Mod für COH1. Ihr findet auch Wargame. Ihr findet auch Hearts of Iron 3. Und Silent Hunter, ich verabschiede mich. Ciao, ciao.